Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Rest Stop Event. Heute sind wir auf Daymar im Death Valley und wollen mal so ein bisschen unsere Hoverbikes testen. Mit dabei ist heute der Corso Blackburn. Grüß dich, mein Lieber. Dann ist der Captain Spooner hinten irgendwo im Nebel. Hey, hier ist er. Grüßt euch. Der kleine Puck ist, glaube ich, auch irgendwo, oder der kreist noch im Death Valley rum, das kann auch sein. Nee, der ist schon da. Servus. Ist da, okay. Dann ist Micha mit am Start. Hi. Ja, hallo. Der Nighthawk ist mit dabei. Moin. Ray Keaton ist mal wieder mit dabei. Grüß dich. Hi. Und Rich Spencer als Kameramann. Hallo. Und der gute Khan Solo als Schiedsrichter. Grüß dich. Ja, danke dir. Ich grüße dich. Sehr, sehr geil. Ja, es ist leider Nacht, Freunde. Ihr seht es selber. Aber nur nachts gibt es so wunderschöne Nebelgeschichten. Ja, wir haben unsere Karren angelassen, deswegen ist das hier so ein bisschen. Aber geil, ich find's geil. So, und wir haben uns gerade gefragt, ob dieses Licht hier vorne in der Nox schon immer so zu sehen war hier vorne. Das sah echt ganz geil aus. Vor allen Dingen, wenn da hinten einer aus dem Dunkeln kommt, siehst du ja erstmal so ein Licht schweben. Sah erstmal ganz cool aus. So, Dragonfly hat ein bisschen wärmeres Licht. Ne, da sieht man die Lampen jetzt nicht so wirklich. Obwohl, das könnten die hier eventuell sein hier. Ja, wir haben so ein bisschen bunt gemixt. Wir werden zwei Arten von Rennen fliegen. Das erste wird sein, 10 Runden. Wollen wir 10 Runden machen oder ist das zu schnell? Oder ja, ich glaube, 10 Runden ist okay, ne? Ja, 10 Runden ist okay, ja. Ja, lass uns 10 Runden machen, ne? Also 10 Runden ohne Schießen, ne? Einfach nur Runden. Der Kahn wird hier vorne am Start stehen und die Leute aufschreiben, die rum sind und auch die Runden aufschreiben. Und Ziel ist es natürlich, heile nach 10 Runden ins Ziel zu kommen, ne? Das ist halt die eigentliche Aufgabe. Und das ist gar nicht so einfach, würde ich mal so behaupten. Und danach, oh, da oben, Rich, oh, hier, machst du die mit der 400i die Filmaufnahmen, Rich? No. Ist ja ein verrückter Typ, ey. Ja, wenn man es kann, ne? Genau, und die zweite Runde wird sein, machen wir wieder 10 Runden, aber dann halt ab der dritten Runde feuerfrei. So, und da wird auch Khan wieder sagen, so, der und der feuerfrei, der und der feuerfrei, ne, der rum ist, dann darf geschossen werden. Und es darf halt auch in jede Richtung geflogen werden. Hauptsache, nicht über den Kamm eine Abkürzung nehmen, denn man muss natürlich auf der Strecke bleiben. Und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht abgeschossen wird. Und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht nirgendwo gegenfliegt, wenn man jetzt im Schießwahn ist. Letztendlich hat dann in dem zweiten Rennen derjenige gewonnen, der entweder nach 10 Runden im Ziel ist oder der Letzte ist, der noch überlebt hat. Ne? Ich habe überlegt, man könnte auch noch so eine Art Staffelrennen machen, aber dafür sind wir jetzt heute so ein bisschen zu wenig, das müssen wir ein andermal machen, dass man wirklich so einen Teampartner hat und der muss dann ab einer gewissen, oder pro Runde muss dann halt das Hoverquad getauscht werden. Ne? Da gibt es halt so eine kleine, so einen Wechsel. Und ja, das könnte man auch noch machen. Aber dann hätten wir jetzt wahrscheinlich nur 4 Teams oder 3 Teams, das ist ein bisschen wenig, denke ich mal. Gut. Habe ich noch was vergessen? Habt ihr Fragen? Streckenbesichtigung. Genau, wir werden jetzt erstmal die Strecken besichtigen. Ne? Erstmal ganz. Oh, da hinten kommt Crusader rüber. Geil. Was? Wir werden jetzt erstmal die Strecke langsam abfliegen. Wie gesagt, ne? Ganz smooth. Es geht jetzt nicht um Geschwindigkeit. Ganz langsam. Hauptsache, ihr lernt die Strecke kennen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Setko, ich würde zählen, wenn ihr hier um die Kurve kommt, oder soll ich zählen, wenn ihr an der Stelle jetzt seid, wo ihr startet? Ich würde sagen, um die Kurve. Ne, direkt so in der Achse der Kurve sozusagen. Alles klar, okay. So, ich würde mal vorfliegen, ne? Bleibt im gewissen Abstand. Ne, da geht's lang, schneller werde ich jetzt auch nicht fliegen, bin ja nicht lebensmüde. Die Steine hier übrigens hier so ein bisschen als Rampe, die als Rampe, also die wie eine Rampe aussehen, die können auch als Rampe benutzt werden, ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Fliegt nicht zu schnell, fliegt nicht zu tief. Nachteil ist natürlich, wenn man höher fliegt, ist man langsamer. Ja, das ist halt so. Ja, vor allem das neue Hoverquad braucht sehr lange, bis es auf dem Boden ist und es in der Luft wirklich lahm. Genau, hier geht's dann rum. Uha. Ja, direkt rum hier, zack, zack. Müsste man ja glatt abstecken. Ja, ist halt im Tal. Ne? So, hier könnte man schon die erste Rampe nehmen, wenn man Bock hat. Ne, dann geht's hier wieder rein. Ja, du hast letztendlich immer den Kamm auf der rechten Seite. Ne, aber dafür fliegen wir es jetzt so ab. Wir fliegen jetzt 2-3 Mal rum und dann sollte es klar sein. Wenn wir Glück haben, haben wir nachher, wenn wir ballern, dann auch schon ein bisschen heller wieder. Ne? Daymar ist jetzt nicht so ewig
die Sonne dunkel. Oder beziehungsweise der Planet oder die. Ihr wisst, was ich meine, dunkel. Die Sonne ist dunkel. Die Sonne ist dunkel, ja, genau. So, und dann sind wir auch schon wieder hier. Und hier geht's dann auch schon wieder rum. Wäre ganz geschickt, wenn hier im Ziel ein Schiff stehen würde. Gut, ich schwebe hier oben, da wo ein bisschen beleuchtet ist. Genau, da Kahn, ist ja, Kahn ist ja da. Da wird gezählt, wenn ihr durch das Licht fahrt. Aber wir fahren ja sowieso die ersten 10 Runden, hast du gesagt, ohne Waffen. Und danach fahren wir nach der ersten Runde, gebe ich Waffen frei für die, die an dieser Stelle durchfahren. Genau. Corso, du fährst die falsche Richtung. Du hättest da abbiegen müssen. Genau, deswegen machen wir das jetzt, ne? Einfach ein bisschen, ein paar Mal rumfliegen. Irgendwann, so, irgendwann wird es klar. Micha, rechts rum, Micha. Aber zack, zack. Vor den Steine rechts rum, ne? Da, wo der Kamm quasi aufhört. Da siehst okay. du den Kamm, der wird dann so klein am Boden und genau da fährst du rum. Hier, ne, wo ich jetzt bin. Hier ja, genau, da kannst du rum. Okay. Genau, die Felsformationen sind anders seit dem letzten Rennen. Die sind auf jeden Fall, haben sich verändert, sind auch ein bisschen mehr geworden. Und wenn ihr die Rampen benutzt, denkt dran, nicht zu schnell. Ne? Das ist, sonst knallt ihr da eventuell auf den Stein. Muss auch ein bisschen gucken. Man muss halt ein bisschen fliegen. Ne? Einfach nur Bleifuß. Das wird nicht funktionieren. Vor allem in den Kurven müsst ihr aufpassen. Das slidet wirklich raus in den Kurven mit den Bikes. Ja. Ne? Und oft ist es so, wie wir das ja damals auch schon bei dem Lawville Gate Race festgestellt haben, der langsamer und ein bisschen sicherer fliegt, der ist dann letztendlich wahrscheinlich der als letztes im Ziel kommt und alle anderen sind weg. Der muss natürlich selber gucken. Wenn man so sicher ist und fliegt wie ein Weltmeister, dann kann man natürlich Gas geben. Letztendlich gibt es auch die Ideallinie, ne, dass man weiß, oh, da fliege ich lang, da passiert mir nichts, da kenne ich mich aus wie nix, aber dazu muss man natürlich üben. Und ich habe nicht geübt. Vor allem mit diesen ganzen Felsformationen. Ja, Black, du bist da jetzt gerade wieder falsch abgeblogen. Ja, geblogen. Oh, ich bin hängen geblieben. Ja, passt auf, ne? Nicht zu schnell, nicht, dass er explodiert. Irgendwas stimmt mit meiner Mühle nicht. Alter, falsch. Du hast in die falsche Richtung, Corso. Oh, du fliegst den Jungs entgegen. Hier, das meine ich mit dem Licht. Oh, ja, Sabotage. Also mit dem Driften, das ist schon geil, ne, mittlerweile. Oh, meiner ist kaputt. Was? Ich glaub, ich muss reparieren fahren. Mir ist einer gegen geflogen. Das ist schlecht. Ja, musst du zur Shabby Mining Facility zurück. Genau. Sid Gottler gemeint, erster Platz kriegt eine Kraken, oder was hast du vorhin gesagt? Ja, zwei Kraken. LTI, also, geil. Spooner, du bist falsch abgehoben. Du fliegst zuerst erst, okay. Aber das habe ich hier gemerkt, das war falsch. Aber jetzt nicht das Ingame-Schiff, ne? Ich meine jetzt von mir eine selbstgezeichnete. Achso, ich will mal kurz reparieren, ja? Na gut. Was haben wir denn da für Rote? Haben wir da Gesellschaft? Nee, das ist einer von uns. Ah, das okay. Ist hier, ich glaube, wir sind alle abwechselnd rot. Ich glaube, ich bin völlig falsch. Oder? Wer, Corso? Du musst umdrehen. Dreh dich mal. Weiter drehen. Jetzt fährst du nach links weiter. Vor dem, du siehst den Felsen vor dir. Scheiße, hier sind lauter. Da geht's lang. An der Facility Mining sind lauter rote. Das sind unsere, weil wir uns ja verlassen haben. Ja, das sind unsere Schiffe. Nee, die fliegen. Echt? Das sind laut. Hoffentlich schießen die mir jetzt nicht ab, wenn ich reparieren fahre. Das ist eine freie Zone in dem Mining. Da kann mir nichts passieren, ja, eigentlich. Ja, aber hier drei feindliche Schiffe fliegen hier. Vielleicht sind das NPCs? Das sind bestimmt NPCs, ja, ne? Bounties. Kann sein, ja. So. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder auf dem Weg. Das ist echt eine fiese Ecke hier. Ja, wenn man natürlich so eine Schanze nimmt, dann kann man echt gut was überbrücken, ne? Nur schauen, dass keiner auf dem Kamm abkürzt. Das stimmt. Contact. Oh, scheiße, die schießen auf mich. Ja, das sind Bounty, sind NPCs.
Aber die dürfen noch nicht schießen hier, oder? Die ja, ist doch ein Kilometer. Ich will mir reparieren. Jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder falsch abgebogen. Ja, wer ist falsch abgebogen? Ich habe jetzt keinen gesehen, der falsch abgebogen ist. Echt? Gut. Oder warte, müsste ich mich überdrehen. Also ich bin warm. Keinen. Ich bin warm gefahren, mir soll's reichen. Oh, aber. Da geht's rum. Du bist in die falsche Richtung. Jetzt bist du wirklich in die falsche Richtung. Oder? Ich weiß ja nicht, wie es ihr seht, aber diejenigen, die auf die Dragonfly, also die mit der Dragonfly fliegen, ich sehe die im Prinzip auf den, auf die Dragonfly stehend. Was? Das ist, das machen die auch. Das ist so eine Zirkusnummer. Ja. Das soll gekonnt sein, ne? Wie so ein Cowboy auf dem Pferd, weißt du? Reparieren geht nicht. Nee. Du musst eine Landeerlaubnis erbitten, ne? Habe ich ja, habe ich alles gemacht. Okay. Ich hol mir schnell eine neue. Ja, die ist doch schnell geclaimt. Ja, 6 Sekunden, das ist ja, kostet ja nichts. Kostet fast gar nichts. Lass das Licht an. So, dann stellen wir uns alle in der Reihe auf, würde ich sagen, ne? So, hier kommen alle neben mich. Das wird dann die Startposition. Das war zu weit. Ja, ich bin nach wie vor mega glücklich, dass die Hoverbikes so gut funktionieren jetzt schon. Es muss ein bisschen mit dem Gewubbel, das muss noch ein bisschen sämiger, sanfter werden, aber im Grunde genommen ist das schon alles ziemlich cool so. Ganz geil. Ja, auf jeden Fall. So, und wie gesagt, Waffenlaster stecken erstmal, ne? Sagt er, er wurde erschossen. Das war ganz aus Versehen. Ich wollte eigentlich umschalten, aber irgendwie habe ich Tastenlegung durcheinander gekriegt. Verdammt. Du musst das Hoverbike schräg, so ein bisschen schräg stellen, dann kannst du auch nach oben schießen. Genau. Mit zwei Size 1 Repeatern. Ja. Bist aber ewig unterwegs. Die olympische Runde. Aber das müsste auch geil aussehen, wenn du so zwei Penta-Repeater hast. Die sind dann doppelt so lang wie die Nox. Ne, oder die die Laser-Cannon von der Iron. Boah. Die ist, glaube ich, da ist, glaube ich, die Nox, die ist, glaube ich, größer als die Nox. Dann bremst Baller ab. Ja, nee, also wenn du mit dem ballerst, dann haut er dich rückwärts in Quantumantrieb, also das passt dann trotzdem. Ja, ins andere System, ins Pyro-System. Boom. So, wer ist jetzt noch nicht am Start? Alle am Start? Wer jetzt da? Ja, Micha, Corso, alle am Start? Micha ist da, ja. Ich bin da. Ja, dann würde ich sagen, Kahn kann losgehen. Wir machen das oldschool. Ich sag, auf die Plätze fertig los und bei los geht's ab. Oder mach doch 3, 2, 1, Map. Ja, kann ich auch machen. Alles klar, dann mach dann bei Map. Also, Feuer Täuschkörper ab. Alle ready? Genau, versucht nicht zu rammen, ne? Damit tut ihr euch selber auch keinen Gefallen. Okay. Schwierig. Dann schwierig. 3, 2, 1, Map. Oh, siehst du, geht schon los hier. Wow. Alter. Ein Haufen Marker, ey. Da muss ich aber gucken, ob ich das jetzt schnell kriege. Sehen hier. Ja, der Puckel ist falsch schon durch. Wow! Wer war das? Oh, hast du das falsch geschrieben? Bin ich falsch abgebogen? Der Puckel ist falsch durch. Falsch durch? Nö, ist an mir vorbei. Doch, ich bin schon durch. Bin jetzt in der zweiten Runde. Bei Micha ist schon drin. Ja, ich bin auch in der zweiten Runde, ne? Ich auch. Habe ja nicht aufgepasst. Kleine Puck. Der Nighthawk ist im Felsbocken. Ja, der Nighthawk ist im Felsbocken. Corso kommt jetzt auch. Boah. Ich denke gerade an Sidko dran. Micha ist auch wieder rum. Start war gut, aber jetzt. Achso. So, Puck war wieder da. Verdammt. Wo ist denn der Nighthawk hin?
Er steckt im Stein. Stein, der riesige große Felsbrocken dahinter, da klebt noch meine Überreste. Okay, okay. Captain Spooner macht die große Runde, alles klar. Ja, das war jetzt Absicht. Es sieht alles gleich aus. Verdammt. Micha geht in die dritte. Was? Ja. Oh nein, 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 Felsen, Felsen. Oh, Feier, nein, oh, boah. Oder bin ich aber haarscharf an Mitch vorbei. So, Captain Spooner ist schon mal delayed. Spooner ist raus, okay. Jetzt kommt der Ray rum. Der Ray rum. Dann fliege ich mal von der Krimex wieder runter. Oh, komm, Gas, Gas, Gas. Micha geht in Runde 4. Was? Ja, der ist weit vorne, also da müsst ihr Gas geben. Was mit dem? Ich weiß nicht. Der kann's. Der kann's. Der hat auch geübt. Der hat nur gehört Kraken. Craig, Craig. Aber nur im Uhrzeigersinn. Sipko geht jetzt aber auch in Runde 4. Sonst kommt irgendwie mehr. Irgendwie verkehrt rum. Ich glaube, ich habe mich gerade verflogen. Ja, Ray, du bist irgendwie ganz weit außen irgendwo. Du bist auch nicht mehr bei mir rumgekommen. Guck mal, siehst du mich am Himmel? Komm mal da wieder hin. Micha, Runde 5, Hälfte geschafft. So, und Ray, ich glaube, wir Corso. Ray geht in die 4, Corso. Corso ist nochmal an der ersten. Jutko, Corso. Deine Puck ist wieder da, okay. Und der Micha geht in Runde 6. Sitko Runde 6. Ray, jetzt Runde 5, wenn ich mich verzählt habe. Nighthawk, du fliegst doch eh runter, Nighthawk. Deine Puck, Runde 4, kann das sein? Theoretisch 5. Nighthawk? Oh nein, oh puh. Mich ja schon wieder. Runde 7. Boah. Ich war jetzt ein bisschen höher. Hast du gesehen? Scheiße. So ein kleiner Puck und Radio. Jetzt könnt ihr nicht so alle auf einmal hier durchfahren. Wie soll ich das zählen, Leute? Gott, vergiss nicht. Wo muss ich lang? Da. Nein. Oder? Ah! Verdammt! Grimhex ist ja total verknittelt hier. Corso kommt von hinten irgendwo rum. Okay. Ja. Micha, Runde 8. Krasser Typ. Oh nein! Oh, das war riskant. Das war riskant. Oh nein, falsch. So. Oh Mensch, was ist los hier? Über einen Gegenfahren hier. Mensch. Ray, Runde 7. Kleiner Puck. Runde 6. Zitko ist auch wieder da, Runde 7. Dir ist ja irgendwas passiert, Zitko, ja, oder? Ja, ja, ich hatte ein bisschen Probleme hier. So, Krimhex läuft gar nicht. Micha, Runde 9. Der geht so steil, der Typ. Oh nein! Oh Gott, jetzt bin ich komplett raus hier. Der Ray geht jetzt in Runde 8. So. Also ein bisschen falschen Strich. Und der kleine Puck hinterher. Kleine Puck, Runde 7. Sitko ist auch wieder da. Runde 8. So, Micha, wär jetzt mal an der Zeit zu explodieren übrigens. Ja, ja, Micha macht jetzt Runde 3. Micha hat gewonnen. Micha hat 10 Runden gefahren. Was? Kann ich stehen bleiben? Danke. Ja. Mein erster Trend gewonnen. Jeder, der rum ist, kann dann natürlich schon mal ein neues Schiff holen. Also ich brauche auf jeden Fall ein neues. Ich habe nur noch eine Waffe. Druck Runde 8. Ray Runde 9. Sitko Runde 9.
So, man kann kein Schiff spawnen. An EVAst du halt runter, meine Güte. Oh Mann, ja. Die Robots haben wir schon mal draußen. Bist du auf Rem oder bist du? Jetzt geht's. So, wir kommen jetzt der kleine Puck mal wieder. Runde 9. Letzte Runde, kleiner Puck. Ah, jetzt. Sitko 10, Platz 2. Puh. Ray hat jetzt auch. Runde 9. Runde 9. Ja, jawohl, passt. Corso, du bist auch wieder da. Cool. So, dann fliege ich schon mal zurück und werde mir mal die Karre reparieren. Zumindest eine neue rufen. Eine Puck. Wohl, kleine Puck ist auch durch. Ist der dritte meiner Meinung nach jetzt hier. Und der Ray hat es auch geschafft. Ist vierter. Macht auf jeden Fall Sinn, Schiff zu reparieren. Naja, ich habe auch nur noch eine Waffe. Das geht ja nicht. Blöde Frage. Ich hab mir noch einen Nighthawk aufgeschrieben. Fährst du auch auf der Strecke, oder? Ich bin gefahren, bis der Fels und die Strecke mich getrennt haben. Ach, du bist auch tot, quasi. Ja. Okay, weil ich versuche hier mal schnell zu gucken und zu haken. Ja, bei mir kannst du Kreuz machen. Okay, das Kreuz habe ich ja wirklich ein Kreuz. Ist meiner Meinung nach jetzt nur noch Corso Black unterwegs. Ist das richtig? Wir finden den Weg nicht. Ja. Corso ist dann Nummer... bald Nummer 5. Nee, du fährst die falsche Richtung, Corso. Du musst nach links. Du musst nach links weg. Nach links weg. Da in die Richtung weiter jetzt. Jawohl. Nee, jetzt fährst du zu weit nach links. Wieder ein bisschen nach rechts. Da Richtung. Diese Richtung. Weiter geht's. Du musst dir merken, du hast rechts so einen Kamm. Der muss immer rechts neben dir sein. Da hast du so einen Felsen, der rechts neben dir ist. Und der Kamm... den musst du rechts neben dir haben. Wenn du den die ganze Zeit rechts neben dir hast, passt das. Wenn der aufhört, geht's um die Kurve. Also quasi das andere rechts. Das andere rechts, genau. Nee, reparieren kann man hier nicht, ne? Ja. Nee, ja, genau. Absteigen und claimen. Ja. Das geht bei dem Ding leider nicht. Warum auch immer. Puff. Vielleicht jetzt? Nee. Na gut, nehmen wir mal ein anderes Schiff. Was kostet, ne? Ich weiß ja. Eben. Hier. Schön funken. Also Corso, habe ich mich jetzt erzählt oder kommst du in Runde 5? Ist das richtig? Frag mich nicht. In Runde 5 jetzt. Ich versuche hier fährst den Weg zu finden. Fährst du die große Strecke oder so? Er fährt die große Runde. Corso genießt. Corso, jetzt also hier rum, genau, hier eine, rum jetzt. Die eine Kurve, da sind drin. So Steine wie Bann, da sind so... Bande weiter rum, Corso. Weiter rum, Corso. Du, hier in der Kurve haust dich immer raus. Du musst Da, wo Micha steht, ist Start und Ziel. Da genau. Musst du erst nochmal hinkommen. Kann ich aber auch mal probieren, beim nächsten Rennen mich ein bisschen näher an den Boden zu setzen, damit man diese Kurve ein bisschen besser sieht. Ja, nicht zu tief, sonst fliegen wir in dein Schiff rein. Achso, ich habe ja Rich, der ist ja auch noch hier. Ja, Corso fliegt über Eager Flat 8 Shelter hierher, das ist ja gar Weil vorhin bin ich über eine Rampe gesprungen, da war ich ja bestimmt 1000 Meter hoch. Corso, du bist im komplett falschen Canyon. Du musst echt weiter rechts rüber. Flieg aber mich heißt es Start und Ziel. Wo Rich ist, da muss den, da, genau. Aber Platz 5 ist dir sicher, Corso, also da kannst du machen jetzt, was du willst, du kannst es auch... So. Und jetzt heißt es vorsichtig fliegen, damit das Schiff nicht schon vorher angeknackst ist. Genau, und ab der dritten Runde sind dann waffenfrei. Dritten willst du das machen, waffenfrei? Würde ich sagen, oder? Oder willst du sagen, falsche Richtung? Ne, mir egal. Corso, falsche Richtung. Einmal umdrehen. Und jetzt hast du rechts den. Jetzt hast du rechts diesen Kamm, der da anfängt. Siehst du den vor dir, diesen Kamm? Diesen Berg? Der muss immer rechts neben dir sein. Den musst du quasi rechts neben dir behalten. Dann bist du auf der richtigen Weg. Genau. Jetzt. Ja. Nee, du bist falsch. Corso. Nee, Corso fliegt richtig. Corso fliegt richtig. Ja, er fliegt richtig.
Ach da, ja, okay. Genau, du hast das, ist wie so, wie so eine Art S geht diese Runde. Und dann am Ende fleckst du wieder um den Kamm rum, dann hast du ihn wieder auf der rechten Seite. Ja, der hintere Kamm ist schon, den sieht man dann eben ja richtig. Da wird ganz schön flach. Ne? Der geht ganz schön flach. Dann, wir machen dann immer, wir stellen immer zwei Raumschiffe rein, dass man so ein bisschen sieht, da muss ich rum. Ja. Kurz auf die Seite, da sind ja wie Bannen, da sieht man ja die Bannen, so die Feldsteine. Mhm. Also kommst du jetzt in Runde 6 und jetzt rum, links rum, links, 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 links. Links? Nee, ja, rechts, ja, rechts rum. Rechts rum. Rechts. Ich muss umdenken. Sorry, Entschuldigung. Da, wo Micha steht, ist Start und Ziel. Kein also Wunder, dass immer alle falsch fahren. Ja, du musst links. Ist gar seine Schuld. Links, immer links. Ganz leichte Freezes hier gerade. Jawohl. Genau, da ist er richtig. Nee, jetzt muss er wieder. Nee, er fährt einen falschen Canyon. Ja. Bisschen in. Werden wir mal gucken. Du fliegst in den falschen Canyon. Immer noch? Nee, jetzt bist du im richtigen. Und jetzt musst du genau da folgen. Und da musst du rechts, diesen Kamm musst du mal rechts neben dir haben. Oh, alles klar. Bieg mal ein bisschen runter, dass du mich siehst. Wenn du mich siehst, musst du rechts rum. Yes. Ah, diesmal wirklich rechts. Ja, da sind so drei große Steine, diese wie so eine Werbebande. Da musst du rechts rum. Sind da bei dem Sand, die drei ganz, großen Steine. Ganz scharf rechts. 180 Grad. Vor die Steine rum. Ja, und beim dritten Stein rechts. Und jetzt müsstest du mich ja sehen, Corso. Und vor mir musst du rum. Du bist schon zu weit wieder, viel zu weit. Ah nein, Corso ist richtig. Der fährt jetzt hier rum und dann... Und jetzt genau, da weiter. Richtig. Lol. Jetzt hast du ihn drin, jetzt hast du es. Du kriegst die anderen noch. Ich habe mein Schiff neu gespawnt und habe gar keine Waffen mehr. Das macht ja nichts. Das ist ja klar, man macht ja nichts die Tage. Schmeißt Steine, kannst du auch machen. Du musst, wenn du letzter bist, kann dir keiner abschießen. Außer die Überrundenden. Naja, du musst einfach immer vorne vorwegfliegen. Ja, oder? Du brauchst die Waffen nicht. Ich räume das Feld von hinten auf. Du trittst die anderen vom Moped. Du, was mit uns Nachzüglern? Wir warten auf die nächste Runde, oder? Genau, wir stellen uns jetzt hier wieder hin. So ungefähr unter Kahn oder unter Ridge, besser gesagt. So ein bisschen. Sind denn jetzt alle rum, oder? Nee, Corso ist in der achten Runde jetzt. Ah, meinen Sie, danach, der kann die Strecke dann aber in- und auswendig, sag ich dir. Ja, aber jetzt hat er es drin. Jetzt hat er den. Ja. Das war ja auch nur die Eingewöhnungsrunde. Jetzt kommt ja gleich das. Du machst das einfach so, Corso, du schießt einfach alle weg. Und dann kannst du fahren, wie du willst. Genau. Kannst auch eine Stunde Zeit lassen. Das ist der Plan. So, ich werde mich auf jeden Fall erstmal um Micha kümmern. Mach das wie bei den Star Wars Filmen, gehst wie Sebulba an seinen Pott da und machst ihm irgendwas kaputt. Genau. Das Ding irgendwann anfängt zu qualmen. So seitlich wegschieben darf man doch auch, wenn wir nebeneinander sind. Boah, ich habe neulich mir gedacht, so ich fange mal jetzt Star Wars mal wieder an zu gucken. Und hab gedacht, so gut, komm, machst du chronologisch, ne, fängst du mit Teil 1 an, also Episode 1, ne. Ey, ich musste abbrechen nach einer halben Stunde, ne. Ich finde das so furchtbar. Was die da gemacht haben. Ehrlich? Nein! Jar Jar magst du jetzt nicht, oder was? Nee, das geht auch nicht mal um Jar Jar, das geht um alles, so wie alleine schon die Tatsache, wenn die beiden hier Obi-Wan und sein Meister da auf diesen Jar Jar Binks treffen, du merkst richtig, dass der während der Dreharbeiten gar nicht da war, dass der rein animiert ist, weil die bewegen sich
Ah, das ist ganz furchtbar. Also ja, sie gucken nicht richtig in seine Richtung. Also, ja, das erstmal ist so das und dann gibt es so eine Szene, da wirft er so mit seinen Ohren rum und dann soll wohl Obi-Wan ausweichen und das sieht auch irgendwie total falsch aus und ach, also, ich kann es mir nicht angucken. Das ist einfach grottenschlecht. Vom CGI der ganz alten Schule, ja. Oder? Jetzt fällt gleich der Server aus. So, Corso, du kommst jetzt, wenn du jetzt an mir vorbeifährst, dann hast du es geschafft. Dann habe ich mit Episode 4 angefangen und dann war wieder alles gut. Hast du auch Rogue One und Han Solo? Ja, die sind super. Sowas mit reingemacht. Da haben sie ja wieder draus gelernt. Da haben sie ja wirklich wieder mit Puppen und auch mit diesen ganzen Effekten gearbeitet, wie sie es früher gemacht haben, Modelle gebaut und so. Stop Motion und so weiter. Ja, genau. Ne, also das Rogue One, das ist auch gut geworden. Vor allem mit dem Androiden gut, dann, mit dem Witz dazu noch, ne? Also der sarkastische Android da. Ja. Und die ganzen Serien, auch Mandalorian ist mega geil und ja, gut. Der Boba Fett ist auch gut, ne? Aber nicht so gut wie der Mandalorian. Man zeigt dem Boba Fett viel zu viel vom Mandalorian. Ich habe mich echt beschwert. Ich habe zu meiner Frau gesagt, hier, ich will Boba Fett gucken. Warum drehe ich jetzt zwei Folgen mit Mandalorian im Präsentieren? Das waren die besten Folgen. Damit du dranbleibst. Das hat mir ein bisschen nicht so gefallen. Das fand ich ein bisschen. Was ich ganz schlimm fand bei Boba Fett, waren diese Hipster-Gang mit ihren komischen Vespa-Motorrädern. Das hat jeder gesagt. Was ist das denn? Also wirklich, das ist eins hier, was nicht gepasst hat. Nee. Wie so auf so einem Jahrmarkt, ne? Oder im Phantasialand. Das ist wirklich schlimm. Und ganz zum Schluss, wo Boba Fett den Rancor reitet, ja gut, da kam auch viel Kritik, da haben auch Leute gesagt, hätte er auch sein Schiff holen können. Ne, da wäre wahrscheinlich noch besser gewesen, hätte auch alles platt gemacht. Schon mit der Slave, genau. Der hat ja schon wieder die Gebäude kaputt gemacht, wie was anderes von der Stadt. Ja, aber okay. Warte, du hast jetzt 11 Runden, du kannst aufhören, du hast es geschafft. Stehen wir hier falsch irgendwie? Weil jetzt ist er drin, ist er der Bock. Nee, stehen wir hier nicht an dem falschen Kamm hier? Nee. Auf den Kamm, auf den ich hier schaue, das ist der Kamm. Ja, wir sind hier falsch, ne? Ihr seid ein bisschen weiter drüben rechts, aber ihr müsst hier an den Kamm. Ich flieg nochmal ein bisschen vor. Also in die Richtung hier. Also wir gucken noch richtig, oder nicht? Ich weiß nicht genau. In die Richtung, wo ich jetzt hier fliege. Da wo ich müssen wir hin. So, kurzes Update. Platz 1, Micha. Mit weitem Abstand. Platz 2, Sitko. Platz 3, der kleine Puck. Platz 4, Ray Keaton. Platz 5, Corso. Juhu. Sehr, sehr cool. Kurze Frage, wie speichert man nochmal Ziele ein? Auf die Nummern passt. Ziel Nummer 1, Micha, Ziel Nummer 2. Genau. Du meinst hier Pinnen, ne? Alt 4 oder wie? Alt 1, Alt 2, Alt 3 und Alt 4 tust alle pinnen. So, denk dran, ne? Erst ab der ersten Runde sind die Waffen freigegeben. Ne, erste Runde noch nicht. Ja, ich würde sagen, nach der ersten, genau. Nach der ersten, wenn ihr rum seid, sage ich waffenfrei. Genau. Du sagst einfach waffenfrei und dann sagst pro Namen waffenfrei und dann kann es ja losgehen. Ja. Gut, dann sind wir alle da, sind alle am Ziel, sind alle am Start, meine ich. Da müssen wir lang, wer wo Kind schießt. Genau, da müsst ihr lang. Ja, genau. Okay, richtig. Jetzt weiß ich Bescheid. Du bist Skettergun. Ne, gut, dann, wenn alle da sind, dann können wir loslegen. Kahn. Gut, stehen alle bereit? Jupp. Yep. Dann wieder auf Merb. Ne? Ja. 3, 2, 1, Merb. Ja! Oh, Alter, schon wieder hier rangedingsbumst. Gibt's doch gar nicht. Da kam plötzlich ein Fels auf mich zu. Was war das denn? Oh, muss ja langsamer fahren hier. Talk. Irgendwie fährst du in die falsche Richtung, kann das sein? Ja, der hat sich gerade überschlagen. Ja, wenn man einmal ins Trudeln kommt, dann muss man erstmal gucken. Micha, waffenfrei, erste Runde. Der ist so krass, der Typ. Ray, waffenfrei, erste Runde. Captain Scooter, waffenfrei. Alles klar. Der kleine Puck, waffenfrei. Sitko, waffenfrei. Schießen sie auch gleich zum Ball zum Glück. Corso, Waffe frei. Nein! Aha. Wo muss ich lang? Ja, die Richtung. Genau, und rechts den Kampf. Ich muss in die Innenansicht, ne? Sonst ist das mit den Waffen nix. Ist aber interessant, ich sehe nicht als Ideallinie jetzt hat. Ray, zweite Runde. Kleine Pucks, zweite Runde.
Ihr sagt mir an, wenn ihr rausgeht, ne? Wenn ihr irgendwie explodiert, dann kann ich euch dann. Ich muss aufpassen, dass ich Rich jetzt nicht anvisiere. Sitko, zweite Runde. Micha, dritte Runde. Was ist da los, Leute? Warum? Der Junge ist gut. Der überholt mich ja gleich. Ja, aber das ist bei Waffenfreizonen ein bisschen blöd mit dem Überholen. Ja, das stimmt. Oh, das war... Ich wusste, der Pucki. Gibt's doch gar nicht. Oh, wer ist explodiert? Der kleine Puck. Manu. Der kleine Puck ist raus. War ein Ray. Sitko, dritte Runde. Unterm Stein versteckt. Kann man eigentlich auch aufschalten, wenn man in der Außenansicht ist? Nee, das glaube ich nicht. Micha, vierte Runde. Ich weiß es nicht. Hier überhaupt noch richtig? Also ich zähle ja immer nur, was unter mir durchfährt, weil das einfacher für mich ist. Das sind jetzt Nighthawk, habe ich noch gar nicht unter mir durchfahren sehen. Ist das richtig? Ray, vierte Runde. Aber warum bin ich denn hinterher? Wenn du mich noch nicht hast durchfahren sehen? Nighthawk. Ja, wer hat das jetzt gesagt? Captain Spooner? So, Sitko. Ich bin hinter Sitko, also Nighthawk. Entschuldigung. Ah, ich war, okay. Oh. Also Runde 3. Der Nighthawk, falsche Richtung. Mist. Wieder gedreht, ey. Also das heißt nicht immer, wenn du unter mir durchfährst, kriegst du einen Strich, du bist schon aus der Reihen. Echt? Ray, Runde 5. Micha, Runde 5. Sitko, Runde 5. Junge, Junge. Nee, Micha, Runde 6. Micha, Runde 6. Ah, stimmt, hier. Ach, das sind so viele Striche, hast recht. Ich hab... Passt, Runde 6, sorry. Müsste ich jetzt hier auch in Runde 5 sein, oder? Wer ist ich? Spooner. Oh, scheiße. Spooner Jawolski. Oh, 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 oh. Jetzt. Eieieiei. Oh, shit. Ray und Nighthawk. Ray Runde 6, Nighthawk. Micha Runde 7. Corso. Oh ja, jetzt macht er aber schnell hier, Leute. Nein, 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 Felsen. Boah. Sitko. Nein, wo bin ich? Oder die. Micha ist auch wieder da. Spooner auch Runde 6. Sitko, du fährst komisch. Ja, ja, ich weiß. Alter. Wo bin ich gerade gegeneiert? Ich komme immer näher zum Boden und bleib das Schiff nicht oben. Micha, Runde 8. Alter. Zeig knapp. Oh, scheiße, wo bin ich denn jetzt? Oh, ich glaube, wir sind so. Ja. Ich vergrießknalle dir. Da muss ich. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich bin. Ich bin auf jeden Fall oben. Irgendwie kommt keiner mehr. Wo seid ihr alle? Wo ist Micha eigentlich? Michael kommt jetzt in Runde 9. Ach. Wenn er dann nochmal rumkommt. Also, oh, ich bin völlig falsch. Wer ist völlig falsch? Corso. Das ist cool auch, oder? Sitko kommt jetzt auch rum. Ich bin immer in Runde 7. Ray, Runde 7. Okay. Runde 9, Micha. Nee, Runde 8. Oh, jetzt sind zu viele Striche hier. Warte mal. Oh, ich bin so hoch. Wie geht das denn? Nee, nein. Ah, Boah, so kommt auch wieder rum. Ich muss schon da. Ah, da. Oh! Oh. Mauer! Stein. Wer schießt denn da auf mich? Aua, ja, 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 ja. Wer ist raus? Micha ist Runde durch. Ich bin durch. Micha hat gewonnen. Micha ist erster. Hätte ich fast noch gekriegt. Du hast auf mich geschossen. Oh, ja. Du hast aber erst Runde 9. Ray hat Runde 9. Ich? Nee, Ray. Micha ist durch. Micha ist durch, Micha hat gewonnen. Spooner ist auch in Runde 8. Aber Zitko hat gut mehr die Fahrwerks abgeschossen. Die Fahrwerke. Ich hab keine Waffen mehr, also von daher. Boah, dauert aber ganz schön lange, bis da mal einer explodiert vom Schießen, oder? Der ist doch eben auch noch explodiert, wer war das? Nein! Nighthawk. Nighthawk. Ich hab mich kollidiert. Ich hab nicht einen Schuss abgegeben. Okay. Komm, Sitko, du könntest Platz 2 erlegen.
Ray, kommst du jetzt auch in deine letzte Runde? Ich hatte gerade Runde 9. Okay, Runde 10 ist noch fertig. Runde 10 kommt jetzt bei dir. Also, jetzt Sitko ist durch. Sitko ist durch. Jetzt weiß ich gar nicht mal, wo ich bin. Ist richtig. War in die Richtung weiter, das passt schon. Boah, krass, ey. Hat irgendeiner einen erschossen? Nein. Nein, ihr seid. Aber bei mir hast du das Fahrwerk hinten eines abgeschossen. Wenigstens etwas. So, ich will aber noch. Wir müssen noch spielen. Noch eine Runde hätte ich bestimmt. Noch eine Runde hätte ich nicht überlebt, denke ich mal. Ray ist auch durch, hat es geschafft auf Platz 3. Das Fahrwerk. Das Spooner gerade. Der Spooner. Yo. Oh nein. Der Spooner kommt jetzt auch in Runde 9 rein. So, wollen wir noch eine Runde machen? Oder müssen wir reparieren? So eine Art Death Valley? Ist halt nur die Frage, müssen wir gucken, wie wir das dann machen, ne? Der Letzte übergewinnt, ganz einfach. Ja, klar, dann ist halt so ein Rundkurs, kann man machen, aber dann wäre eine Arena eigentlich besser, ne? Aber gut, so ein Rundkurs, da kann man sich wenigstens ein bisschen verstecken. Du kannst aber ja so machen, dass du da eine Runde fahren musst, bevor Waffenfreigabe ist und dann hast du quasi eine schöne Bewegung mit drin. Una ist auch durch, Platz, Nummer, wo sind wir denn? 4. Genau, und wir können es ja so machen, dass wir einfach sagen, es wird nur in die richtige Richtung geflogen. Genau. Und so lange, bis man entweder dood ist oder gewonnen hat. Der Letzte ist. Ja. Ne, das können wir machen. Die Richtung aufheben komplett. Alles egal ist. Das können wir natürlich auch machen. Ich wechsle mein Schiff nochmal. Ich auch. Also, ja. Und das war auch über, laut meinem Ding, nur noch Corso auf der Strecke sein, ne? Kommt er auch rum? Dann hat er auch. Ruhig hier. Hat er Platz? Er auch über den Kamm drüber mit. Platz 5 gemacht. So. Wo ist denn jetzt das Schiff? Konstante Leistung. Jo. Ich habe jetzt mal keinen Ersatz. Ihr habt die Sonnencreme dabei, hoffe ich. Na klar. Ist also so typisch deutsch am Strand mit so einer weißen Nase. Genau. Boah, ihr besetzt alle den Punkt zum Anspringen, verdammt. Du kannst aber auch ein Partymember mittlerweile anspringen, sollte nichts passieren eigentlich. Ja, das haben wir letzte Mal schon mal irgendwie gehabt, das war irgendwie so dann die Bremse im Partymember. Okay. Das war einmal Jumpdown mit Crash. Ja, das war Good Boys gewesen. Das war irgendwie, dachten wir, wären bombardiert worden, aber nee, wir sind bombardiert worden durch eine anfliegende, ich weiß gar nicht, was das war, eine Cutlass, glaube ich, oder so. Und die waren auch von uns, glaube ich, ne? Bin ich genau. Großes Badaboom. Ja, ich auch. Mal gucken, wo ich die Strecke am besten sehe. So ist das geil, so sehe ich alles und dann kann das losgehen. Nighthawk ist jetzt auch da, sehe ich, ne? Ja. Ja, aber noch nicht ganz. Oh, ich kann nicht springen. Nicht. Nee, das würde sich, ich kann gerade nicht springen. Wie, was, du bist 500 Kilometer, jetzt sehe ich es. Ja, nee, Meter leider nicht, das wäre schön. Ja, das ist also gehen die in die Sternkarte und wähl die Station aus. Ja, das Dumme ist, dass die Station gerade irgendwie so einem riesigen Cluster mit ganz, ganz vielen Namen ist. Wie die Sonne hier so langsam so diese Berge dann eintaucht, ne? Das ist schon echt cool. Mal Licht ausmachen. Ja, jetzt wird's was. Ja, das finde ich immer bei der Daymara, die richtig geil, wenn du die Nacht durchgefahren bist oder geht die Sonne auf und siehst endlich wieder was. Das ist super. Ah, der Schattenwurf, wie das sich jetzt wandert, ne? Das ist faszinierend. Aber. Ja, das können sie, ne? Also, Optik. Ja. Geil. Ich nehme mit der Arrow teil. Oh, da mache ich mit. Aber du stellst einfach einen Reclaimer quer und lasst alle davor fahren. Fertig. Was? So, los jetzt. Reclaimer macht auch gut jetzt nicht. Warte, ich schieße auch mal. Nichts passiert. Ey, Lasst euch ruhig Zeit, jetzt habe ich nämlich alle Schiffe gescannt. Du weißt immer, was auf mich zukommt. Herr Doc, du fliegst vorbei, glaube ich. Ja, ich muss bei ihm kurz dann noch meine Box haben. Ich meine, ich mache gerne mit der Arrow mit, das ist gar kein Problem.
Ich habe auch ab und zu so ein bisschen, schieße ich mal, also hast du diesen Trigger hier vorne und Du kannst mit der Arrow mitmachen, wenn du willst, aber du musst im Canyon bleiben. Ja, und auch nur einen Meter über dem Boden. Ja. Ja, dann wird halt hier mit einer Hammerhead eine Flugverbotszone durchgesetzt. Alles, was über 100 Meter fliegt, wird abgeschossen. Genau. Ich finde das viel lustiger, wenn so ein bisschen Fauna mit reinkommt. Wir haben diesen Wüsten, diesen Sandwurm, ne? Und dann kommt dann während der Strecke so ein Vieh da vor dir hoch oder sowas. Das, ja, die Sandwürmer gibt es ja hier nicht auf Daymar. Ist ja ein anderer Mond. Das ist nicht Daymar gewesen? Oder Planet. Nee, das ist ein ganz anderes System. Wir haben aber doch die abgestürzte Javelin gezeigt. Also war das nicht da mit dem Sandwurm? Nee, das war eine andere Javelin. Das war nur eine Probe. Also diesen Sandwurm-Planeten gibt es, aber das ist nicht Daymar. Okay. Da ist ja auch richtig Vegetation teilweise gewesen auf dem... Ich glaube, das war sogar ein Planet. Ich glaube, das war gar kein Mond. Mhm. Aber sicher bin ich mir nicht. Ja, aber geil. Also. Ja, das... Auf jeden Fall. Das fehlt mir noch, so ein paar Tiere, die so ein bisschen rumkriechen und fleuchen und so. Genau, hier oder so ein Sandleopard, ne, der jetzt hier auf einmal dir in die Seite beißt. Vom irgendwie Schiff. Sowas. Ich habe ja auch gerade so einen kleinen Sandleoparden, der beißt mir gerade auch in die Seite, ne, Stinker? Ja. Ja, dann sagt deine Frau gar nicht mehr lange. Die ist ausgeflogen mit Kindern, die sind cool. Ich bin drei Wochen hier Strohwild war. Das ist ganz komisch. Sonst das Haus immer unter 60 Dezibel und jetzt auf einmal Ruhe. War mal schön, ne? Ja, aber irgendwie ganz komisch. Ungewohnt. Du musst das genießen. Ja, das ist, also die erste halbe Stunde ist das noch genießen, aber irgendwie danach denkst du nur so, ist ruhig. Hier, ich bin gleich da. Das wird auch Zeit. Sonne blendet ganz schon. Ganz entspannt. Ja. Sonne ist gleich wieder weg. Nee, ihr wolltet wissen, wie lange hier hell ist. 1 Stunde 26 ist es hier hell. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, das schaffen wir nicht. 1 Stunde 26. Wo kann man das denn nachlesen? Ich kann dir gerne mal so ein, ich habe so ein Google Sheet. Es ist zwar ein bisschen älter, das Ding ist noch aus der 3.10, aber es funktioniert eigentlich immer noch, weil sich da nichts groß geändert hat. Da kannst du alle Planeten und so weiter oder Monde auswählen. Dann siehst du auf Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mittagszeit und die Gradzahlen und sowas. Hat gerade einer geschossen von euch? Nein, hat keine Waffen. Da kam gerade ein Schuss hinten rüber. Oder da kommt doch einer. Ist das, oder bist du das, Nighthawk? Das ist Nighthawk. Das bin ich. Also, du hast geschossen, ja? Ja, ich habe gerade nur geguckt, ob ich wieder Waffen habe. Ich habe wieder Waffen. Alles klar. Was Glück, warte mal, ich guck mal, ob die auch funktionieren. Ist halt geil, ne? Den Schuss, den habe ich, der kam einfach hier übers Bild geflogen, ne? Bevor ich dich gesehen habe. Total cool. Voll geil. Gut, dann kann es, denke ich mal, losgehen, oder? Erste Runde, wie gesagt. Da geht's lang. Waffen frei. Und danach dann sind Waffen erlaubt. Kahn, du sagst ja. Dann müssen wir die erste Runde aber wirklich in diese Richtung fahren. Und danach ist dann alles erlaubt. Okay. Genau. Ab der ersten Runde, ab diesem Scheitelpunkt kann man dann umdrehen, wenn man will. Okay, dann fliege ich noch ein bisschen näher ran, weil so sehe ich noch einen Haufen mit Markern. Okay. Dann wieder auf Merp. 3, 2, 1, Merp. Keiner fliegt los. Keiner fliegt los. Alle trauen sich nicht. Der Micha, ne? Der Micha, der ist... Der will wieder 10 Runden machen. Der will's wissen. Ja. Aber diesmal geht's nicht darum, wer Erster ist oder wer als Längster überlebt. Aber der will das Feld von hinten aufräumen. Denk dran, ne? Erstmal, jeder muss erstmal eine Runde, bevor die Waffen frei sind, ne? Was hat denn der getankt? Das ist doch nicht normal. Die Verhältnisse sind anders. Wie bei Werner, wie bei... Super plus bleifrei. Micha, Waffe frei. Jawohl. Und jetzt kommen sie rum. Spooner, Waffe frei. Wenn ich welche hätte. Waffe frei, Puck, Waffe frei. Jetzt wollte ich sagen, Spencer auch. Nighthawk, Waffe frei. Ah, oh, nein, ich hänge ja schon wieder an dem Ding hier. Let's go, Waffe frei. Ja, die ist schon einer. Oh! Ihr könnt auch miteinander reden, ihr müsst doch nicht. Oh, wer ist. Ich hab's nicht gesehen, wer ist hochgegangen?
Spooner! Spooner, raus! Ach, scheiße, ich wär... Ach so, hier, im Gegensatz fliegen, so, so. Kann man ihn lieber aus dem Weg hier. Kann man denn? Das ist der Michael. Komisch, das sieht trotzdem die Marke, obwohl die explodiert seid. Das ist blöd. Ihr müsst mir ansagen, wer explodiert ist. Weil Spooner sehe ich immer noch, obwohl der explodiert ist. Spooner ist aus, leider. Ja, ich weiß, aber ich sehe dich halt irgendwie. Oh, ich glaube, ich habe Fixed Weapon dran. Ich habe mir die Gimbals abgenommen, aber trotzdem habe ich diesen Gimbal Assist Modus hier. Das ist irgendwie witzig. Danach darf ich dann Rich abschießen, oder? Oh, mir ist das egal. Nee, um Gottes Willen. Mittlerweile ist das so blöd mit dem Inventar und dem ganzen Gedöns. Ich hab nix Wertvolles dabei. Also. Klar, dann mach ich hab nix Wertvolles dabei. Nighthawk stellt sich hin. Kontakt. Schießt auf den Felsen. Okay. Wie häng ich denn hier? Ich dachte, da wäre kein Felsen. Ah, mir ist mal aufgefallen, Sidko, wenn es dich zerhämmert, dann immer in dieser Kurve, an dieser Stelle. Ja, 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 ja. Das ist irgendwie, das ist nicht so dein Part auf der Strecke da. Mir ist das Gefühl, da ist einer hinter mir irgendwie. Ja, einer ist gut. Ist es kaputt. Verdammt. 4 Stunden zu spät. Boah. Delts Bike. Ja, dieser Felsen, ne? Ja, das, nee, das ist nicht deine Kurve. Da hättest du ja rumkommen müssen. Du kommst jetzt gleich in die Kurve. Nighthawk, du fährst die falsche Richtung. Blackbird, du auch. Ja, irgendwie bin ich gerade wieder. Darf doch jeder in jede Richtung fahren. Nee, er verlässt die Strecke. Ach so, okay. Ja, ich bin rausgetrieben. Das ist ein bisschen schnell in der Kurve. Das Schiff reagiert nicht mehr und blinkt doch ganz rot. Das ist nicht schlimm. Kannst du weiterfahren. Das ist gar nicht schlimm. Ich schalte immer hier meine App. Renegade auf. Mal Ölwechsel machen, dann kannst du weiterfahren. Alter, das Ding reagiert gar nicht mehr. Und ich werde beschossen. Verflucht! Wer ballert denn da auf mich? Ach, da hängt einer. Gerade sagen, Rich, du kürzt ab, aber das ist ja richtig so. Schießt doch jemand mit Autocannons. Yep. Yep. Jupp! Das andere gab's leider nicht auf Grimhex. Oh, ich seh's nicht, wen hat's erwischt? Nighthawk ist explodiert. Ich flieg gerade durch den Planeten. Abkürzung, okay. Ja, Abkürzung der Felsen. Ja, also es dauert wirklich, bis der Marker von denen, die explodiert sind, weg ist. Ich sehe Nighthawk jetzt immer noch als Marker. Kontakt. Ich sehe schwarz. Kontakt. Ja, wenigstens siehst du irgendwas, ne? Das ist ja. Puck, du fährst irgendwo. Jetzt bist du wieder auf der Strecke.
Ich schalte mal kurz eine Rakete auf. Warte mal. Oh, Felsen. Oh. Ich dachte, er den da hingebaut hat. Das ist unmöglich. Ich habe auch schon ein Ticket geschrieben. Scheiße. Meine Maus ist runtergeflogen. Ah. Du weißt gar nicht mehr, wo ich bin. Michael schmeißt gleich alles weg. Jawoll. Danke. Kontakt. Aber die brauchen echt lange zum Platzen, das ich mache. Ja, mir ist aufgefallen, dieses neue Hovercord, das hält wirklich sehr, sehr viel aus. Er hat keine Waffen, ne? Er hat keine Waffen, aber wenn du irgendwo gegeneierst, das ist echt Wahnsinn. Ich hab das mal ausgetestet und hab mir gedacht, oh, jetzt das war's, aber jedes Mal hab ich noch gelebt. Da ist die Nox echt im Sagen. Nox ist am wirklichsten. Oh. So, wie viel sind noch drinne? Also es ist Ray Keaton da drin, Micha ist drin, Sidko ist drin, kleiner Puck ist drin. Ah ja, da ist der Micha. Aber meine Maus ist runtergeflogen. Dann war auf einmal ein Bobiglas an, konnte gar nichts mehr sehen. Das ist nicht schlimm, das ist so. Das muss so sein. Hey, Sidko, hast du dein Bobiglas eigentlich wiedergefunden? Nee, das war weg. Ich musste mir eins von Psychshot geben lassen. Wie hast du das verloren eigentlich? Das war einfach weg. Das beim Umziehen geht das manchmal. Okay. Und die kann alles geben. Oh nein! Ja, schon Crabstead. Das ist manchmal witzig. Der schaltet dich auf grün, dass du schießen kannst. Dabei sind die anderen schon längst hinterm Felsen verschwunden. Das ist vielleicht die komische Sache, du. Jetzt hast du das Feld sehr weit auseinandergezogen. Also es dreht aber auch keiner rum von euch, gell? Ich habe noch keine in die andere Richtung fahren sehen. Nee, nicht so viele Sperenzien machen. Lieber überleben. Kaum gesagt. Ich nenne jetzt keine Namen. Spiel mal Eishockey mit. Mann, komm schon, treff doch mal. So gerne. Oh. Junge. Einmal kurz auf Rich geschossen. Also egal, alles was sich bewegt wird hier. Deswegen bin ich weiter oben. Da kann mir nichts passieren. Oh, ich komme als Zuschauer wieder vorbei. Wie viele sind da noch drin? Let's go, kleiner Funk, Rakit und der Micha. Oh, Micha ist gerade gegen Felsen geflogen. Ja, Micha ist ja ganz alleine hin. Aha. Oh, das ist gebumst. Das war der Puck. Puck hat's erwischt. War aber laut. Ja. Ich hab gar keine Explosion gehört. Okay, Puck ist raus. Micha, hast du eigentlich auch Waffen oder wer wäre da ohne Waffen? Also ich hab schon dreimal geschossen, aber ich hab bloß nichts getroffen. Also du bist ja am Anfang auch raus, ne? Ist richtig, weil ich habe dich irgendwie nicht durchgestrichen. Ich sehe dich aber. Eben gerade, gut. Ja. Aber raus. Gut, haben wir noch. Der kleine Puck, Sidko und Ray und. Nee, kleine Puck ist ja auch raus. Der nimmt hier immer eine schöne Abkürzung über den Felsen, ne, den kleinen. Nein, das ist eine Kurve in der Luft. Wegen. So eine Grauze. Und den Turbo-Knopf gibt's ja auch noch. Super Pursuit. Den gibt's ja. Wahnsinnige Geschwindigkeit.
wieder auf mich gewartet. Spooner, wo bist du denn? Bist du da oben oder bist du noch drin, Spooner? Nein, nein, ich bin raus. Ich bin nur noch Zuschauer. Na, ist raus. Hast du auf die Ränge gestellt da oben? Hm. Aber der Raider hat es nicht gesehen, glaube ich. Ich spucke euch ein bisschen zu hier, was er so treibt. Ich wollte zwar meine Leiche looten, aber das kann ich knicken, der überfahrt doch nicht. Ist die da, die Leiche? Ja, ja, die liegt ja vorne irgendwo. Aber ich muss sagen, die Dragonfly lässt sich gut handeln so. Also ist gar nicht so verkehrt, das Ding. Ja, Dragonfly fliegt noch mit am besten, finde ich auch. Hält ganz gut was aus. Die Nox ist sehr empfindlich. Schnell der Michael. Mann, Mann, ey. Ja, hat's raus, ne? Oh, Wahnsinn. Ja, er hat so einen Bleifuß. Michael, du sollst schießen, ja, nicht reinfahren. Ja, ich bin so schnell, dass ich euch gar nicht sehe. Runde 408 von Michael war jetzt hier. Ja, genau. Wir können ja mal Hasenjagd machen. Ich fahr und ihr jagt mich alle. Ja. Jetzt bin ich aber auch gegen Felsen geflogen. Ja, das hat. Ich war jetzt außer Atem. Jetzt sprit alle wahrscheinlich bei dir, hm? Und bei den Preisen musst du ein bisschen langsamer fliegen zur Zeit. Ja. Okay, ich fliege jetzt mal langsamer. Mal gucken, vielleicht. Soll ich nur eine Runde fliegen? Noch eine? Ja, mach doch mal. Du fliegst so lange, bis du... Es sind nur noch drei Mann drin, ne? Ich weiß nicht. Wer ist noch drin? Khan. Also, Sitko ist drin, Ray Keaton ist drin und Micha ist drin. Ne? Ja, ne? Genau. Ihr seid nur noch zu dritt. Und alles Dragonflies, oder? Ja, das weiß ich gar nicht. Das sehe ich von dir. Warte mal. Das eine ei, ist... Ei, ei, ei. Oh, Silko, jetzt. Aber sie haben dich ignoriert, sind an dir vorbei. So, ich beende das jetzt hier mal. Wartet mal kurz. Viele Raketen drauf. Ach, stell mich einfach unten hin. Wenn die mir alle entgegenkommen, dann. Ich lieg auf dem Rücken. Nein, 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 komm, komm. Wo bist du? Wo? Weg, weg. Karo denn? Schnell weg. Ah, du, Micha, du fährst einfach zu schnell. Das ist das Problem. Wo bist du? Da kann ich so gut schießen, dann muss ich wegrennen. Kontakt. Micha hat aber auch 7 Meilen Stiefel, ne? Wahnsinn. Ah, schwer dahinter. Mann! Schon wieder von hinten und räumt das Feld auf. Oh, meine Waffen sind alle, verdammt. Voll gut. Ja. Jetzt muss ich aber mehr Gas geben. Jawoll! Wer ist raus, Ray? Ray, ja. Ray ist raus. So, Micha, mein Freund, komm her. So, jetzt macht das ein Angsthasen-Ding. Er fährt euch immer entgegen. Immer wieder entgegen. Oh. Aber ich glaube, Micha hat keine Waffen mehr, hat er gemeint, ne?
Nee, leider ja. nicht. Aber ich kann noch rammen. Du kannst das auch so machen und auf Zitkos Bike springen während dem Flug. Wollten wir über den Kamm springen? Nee, wollten wir nicht, ne? Wolltet ihr nicht, nee. Na gut, okay. Ich meinte das auch nicht. Aber wenn ihr jetzt so weiterfahrt, dann ja, einer muss von euch, genau. So, von hier oben sieht die Strecke viel einfacher aus, als wenn man durchfliegt. Ne? Ja, das ist immer so, wenn man dann am Boden ist, ist alles viel, viel komplizierter. Ich glaube, ich werde es hier immer Zuschauer machen. Oh, wer war's? Wer war das? Jetzt hat mich Rich aus dem Spiel genommen, glaube ich. Bist du hochgesprungen? Rich hat die Schnauze voll gehabt. Das Videoband war voll. Also Micha hat alle drei Rennen gewonnen. Ja, du kriegst jetzt diese zwei Cracken. Ich hab nur einen Schatten von der 400i gesehen und dann war's das. Ja stimmt, du klopfst nach vorne an diesem einen Flügel und dem Ding da hängst du dran. Gut Leute, dann soll es das gewesen sein. Hat mega Spaß gemacht, finde ich. Ich muss immer wieder sagen, Rennen macht mir unheimlich Spaß. Irgendwie egal mit was für einem Fahrzeug, ob das jetzt ein Hoverbike ist, irgendwie ein Cyclone oder ein Buggy oder wie auch immer. Ich finde das immer total geil. Macht ich voll bei dir, richtig geil. Ja Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Ich habe da schon eine sehr, sehr gute Idee. Es wird wieder ein bisschen geballert. Und habt noch einen schönen Abend. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Tschüss. Ja, ich wollte es abkürzen, weil sonst wird's... Ja.